New Works im Talk mit Stephen Williams, dem Gründer und Geschäftsführer des renommierten Hamburger Architektenbüros Stephen Williams Associates, sowie Sami Steinbach, dem Vorstandsvorsitzenden der Angermann Real Estate Advisory AG. Wie müssen Bürogebäude heute auf Nutzer eingehen? Ich sehe das, dass man muss mindestens, was man machen muss, ist eine interessante Erdgeschossnutzung. Das ist das Minimum, ja? Und wenn diese Erdgeschossnutzung unterschiedliche andere Themen abdecken kann, wie Catering, dass man hat dann eine Etage, wo Konferenzräume sind, dann Private Dining abends zum Beispiel, diese Art von Multifunktionalität eigentlich, interessiert mich sehr eigentlich, dass man kann in einem Gebäude den ganzen Tag verbringen und auch abends eigentlich. Und dann, man sieht das in bestimmten Hotels, funktionieren sehr gut, dass man kann den ganzen Tag in diesem Hotel in der Lobby arbeiten, man kann mit Sandwiches und so weiter. Das irgendwie funktioniert, ja. Aber dieser Schritt ins Büro, ich bin fest überzeugt, dass das Büro als Einheit mit all deinen Themen sicherlich ein Zukunftsmodell ist, eigentlich, dass man kann den ganzen Tag verbringen. Mhm. Fest überzeugt. Und man muss die Mitarbeiter ins Büro bringen, auch wenn es abends ist für einen Cocktail. Wir schaffen das auch, da hinzugehen, weil diese Nutzung ist so attraktiv und der Austausch ist so auf eine höhere Qualität, dass man jederzeit hingehen kann.